Also wir drehen einfach ein paar Platzrunden und versuchen, eine buttery smooth landing zu machen. Guck mal hier, was ich habe. Kennt ihr das? Das Klopapier. Ich habe tatsächlich ein bisschen unter den Hamsterkäufern gelitten. Ich hatte nämlich kein Klopapier mehr. Und das war eine ziemlich missliche Lage, wenn ich das mal so beschreiben darf. War gestern im Supermarkt, es gab noch nichts. War heute wieder im Supermarkt und es gab Klopapier. Ihr könnt es lesen, es ist Klopapier mit Winterduft. Das gute dreilagige Klopapier, ja? Ihr müsst euch vorstellen, es ist wie beim Airbus. Es ist redundant ausgelegtes Klopapier. Systemrelevante Komponenten, redundant ausgelegt. Mehrfach vorhanden. Ihr habt eine Basis, dann habt ihr nochmal eine Sicherungsschicht oben drüber und eine Schicht, die sorgt für reinen Komfort. Schau an, ich habe wieder Klopapier. Und es riecht sogar durch die Packung durch. Naja, Landetraining wird stupides Platzrundenschrubben sein, oder? Ja, aber Platzrundenschrubben in dem Airbus ist ziemlich lustig. Also, wir stehen hier am Frankfurter Flughafen auf der 25 Center. Das ist die längste und breiteste Bahn am Frankfurter Flughafen. 60 Meter breit, wahrscheinlich 40 Meter lang. 4000 Meter lang. Ich sag's nochmal vorneweg. Das, was wir heute machen, not for training purpose, ja? Also, es ist wirklich einfach nur Spaß. Und wir machen das Flugzeug mal ein bisschen leichter. A321, ganz normaler Classic A321, hat als A321-200 maximales Abfluggewicht von 93,5 Tonnen. Ihr seht, da sind wir fast 15 Tonnen drunter. Und hat aber maximales Landegewicht von 77,8 Tonnen, also 77.800 Kilo, darf da maximal stehen, gleich für die Landung. Und deswegen machen wir den Flieger mal etwas leichter. So. Flugzeug ist eine ganze Ecke leichter, deutlich unter dem maximalen Landegewicht. Also das, was wir jetzt wissen müssen, ist, dass der Frankfurter Flughafen auf ungefähr 400 Fuß ist. Mein Plan ist jetzt, 1500 Fuß über Grund zu steigen, also auf etwa 1900 Fuß. So, ich überlege mal gerade, habe ich irgendwas vergessen? Ist auch egal. Mentor SAS Runway. Warm up rotate. Der Airbus hat hier was ganz Schönes, das ist hier auch gut simuliert. Und zwar der Flight Path Vector. Also das, was wir wirklich gerade mit dem Flugzeug fliegen. So, jetzt sind wir ungefähr 1500 Fuß über Grund. Rund um Frankfurt herum ist relativ flach, deswegen seht ihr hier, der Radio Altimeter zeigt auch ungefähr 1500 Fuß an. Das ist der 2,5-Meilen-Kreis hier. Jetzt ist interessant, wann wir hier an der Schwelle vorbeifliegen, das haben wir gemacht. Dann starten wir einmal die Zeit. Pro 100 Fuß nehmt ihr 3 Sekunden. Wir sind mit 1500 Fuß über dem Platz, heißt 45 Sekunden. So, die 45 Sekunden sind rum, dann geht es hier rechts rum. Wir bleiben erstmal kurz in der Höhe, Fahrwerk kommt wieder raus und Flaps gehen auf Full. Nehmen ein bisschen Gas raus. So, jetzt stellen wir die Klappen schnell wieder auf 2, geben etwas Schub, wir geben wieder Toga und dann geht die ganze Sache weiter. Positive Climb, Gear Up. Fangen wieder mit einem leichten Descent an, so 500 Fuß, das reicht für den Anfang. Dann ist das Fahrwerk draußen, Klappen gehen auf 3 und Klappen gehen auf Voll. So, das Ganze jetzt ohne ILS. Wir sind bei 2 Rot, 2 Weiß, dementsprechend auf dem richtigen Gleitweg. Fuß über die Schwelle. So, ein bisschen früh geflärt. Landung hat aber gepasst. Schwupp. Gehen wir zurück auf die Runde von davor. Ihr seht, da hat der Flair so ein bisschen besser gepasst. War ganz gut. Ja, und dann, das war tatsächlich eine sehr softe Landung. So, da kommen die 45 Sekunden. Wir machen den Turn. Das Fahrwerk kommt raus.
Und 3 weiß, 1 rot. Also slightly high. So, Nase geht runter, geben wieder Vollgas. Und rotate. Positive climb, gear up. So, und dann wollt ihr wahrscheinlich etwas schlechtes Wetter haben. Aber ich würde mal behaupten, wenn man den Regler weiter wegschiebt, wird's stressiger. Ja. Okay. Ich glaube, die Windeinstellung habe ich ein bisschen verbockt, kann das sein? Das Wetter ist doch viel schlechter, als ich es eingestellt habe, oder? So, 45 Sekunden. Fahrwerk geht raus. Na gut, versuchen wir es mal. Okay, und wir geben wieder etwas Gas und rotate. Positive climb, gear up. Uff, passt. Sehr gut. Also, jetzt dann die erste Crosswind-Landung mit etwas Wind von links. Man sieht es, der Flieger hält so ganz leicht nach links die Nase in den Wind. Gas rein und rotate. Jetzt gibt es etwas Ruder. Ja, passt. So, dann machen wir mal knapp 50 Grad von der Seite und 15 Knoten und dann sollte er auch etwas schräger kommen. Jetzt hat es ganz gut gepasst. So, jetzt kommt der Flair. Ja, man hätte den Flieger halt etwas, müssen wir die Fläche hängen lassen, genau. Zack. Machen wir Wind von 90 Grad. So. Da kommt der Break, tritt ins Ruder und das Fahrwerk soll zuerst aufkommen. Ja, ein bisschen zu doll ins Ruder, also die Nase kam ein bisschen zu weit rum. Deswegen kriegen wir jetzt auch diesen üblen Gegenschlenker da in die falsche Richtung. Und da hätte ich natürlich früher ins Ruder treten müssen. Da habe ich einfach gerade auf die Flaps geguckt. Verhält er mich hier voll in meinen Ausreden, ne? Nein, ich bin natürlich einfach nur ein Lappen. Das ist das Problem. 20 Knoten genau von links. So etwas flach. So, jetzt wieder der Break. Ja, jetzt war es ein bisschen wenig Ruder. Also der Flieger ist mit einem leichten Crab aufgesetzt. Das soll er im Idealfall nicht tun. Aber so ansonsten hat die Landung ganz gut gepasst, glaube ich. Dann gehen wir jetzt auf 25 Knoten. Und auf milde Turbulenz, dann wackelt das auch mal ein bisschen. Oh, das war zu doll. Also, go around, flips. Oh.
Da hat es uns ganz gut verblasen, glaube ich. Perfekt. Oder Empfindlichkeit anpassen. Das könnte man natürlich mal probieren. 50, 40, 10. So, das war etwas viel Ruder und etwas wenig Aileron. Sollte schon mehr auf die Centerline kommen, stimmt schon. So, wir gehen jetzt auf 38 Knoten. Das ist das Crosswind-Limit für den A320 und A321. Ich halte voll gegen. Eieieiei. Oh. Zum Abschluss nochmal mit perfektem Wetter zum Sonnenuntergang. So, da wären wir. Ja, etwas cool geklärt. Zack. So Leute, ich danke euch für den netten Abend. Ich sag's ganz gerne nochmal dazu. Das hier war not for training purpose, ja. Also, das ist X-Plane, das ist eine ganz, ganz andere Welt hier. Ihr habt ja im Airbus habt ihr diese Armlehne. Ansonsten finde ich X-Plane richtig, richtig gut gemacht. Ja. Aber ich finde es interessant, dass wir ungewollt quasi eine Landung hinbekommen haben, wie in Hamburg. Wir sind zwar nicht mit der Fläche aufgeschlagen, aber fast. Also Leute, bleibt gesund, alles Gute euch, ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut.